Ein tierisches Hallo und herzlich willkommen hier zu diesem neuen Video. Bevor es losgeht, ein riesengroßes Dankeschön an unsere Unterstützer für diese Serie. Amazon Co. Dassler, dann LED Aquaristik und Aquaristik-CSI. Ja, heute geht es um die Bepflanzung. Ihr seht ja schon, wir haben hier einige E-Vitro-Pflanzen. Die Pflanzen haben wir vom Zoon Co. Dassler bekommen. Und zwar ist das erste, was wir hier haben, Eloscharis. Das ist so ein kleines Gras, was man halt im Vordergrund pflanzen kann und dann zu einem Teppich wird. Wenn du wissen willst, wie es mit der Aquaristik weitergeht, dann abonniere jetzt kostenlos unseren Kanal. Dann haben wir hier Vesicularia. Das ist einfach ein Moos, was so ein bisschen bei Wurzeln oder bei Steinen runterhängen kann. Wir haben auch noch ein Moos, das seht ihr gleich, das nach oben wächst. Dann haben wir hier eine sehr, sehr beliebte Pflanze in der Aquaristik, und zwar eine Bucephalandre. Das ist ja eine Premium-Variante, die Ketagang. Wie wir die Pflanzen eingekauft haben, findet ihr im ersten Teil dieser Serie, wo wir beim Zoon Co. waren. Staurogyne ist jetzt die nächste Pflanze, die hat so ein bisschen breitere Blätter und ist ideal für den Vordergrund geeignet, um da so ein paar Büsche zu gestalten. Hier haben wir das vor uns schon angesprochene Moos, das nach oben wächst, und zwar ist das Taxiphyllum. Und zu guter Letzt, um ein paar Akzente in das Aquarium zu bringen, mit roten Elementen haben wir hier Helandrium. Da ist die Red-Variante dafür geeignet. Das ist auch noch ein bisschen so grasartig und in Verbindung mit Wasser wird die dann quasi rot. Die In-Vitro-Pflanzen sitzen alle in einer Nährstofflösung, das ist so ein Gel, und das tue ich jetzt hier vorher immer schön abmachen, einfach unter Wasser einfach abspülen, das geht relativ entspannt und da kann man das auch ins Aquarium einsetzen. Wenn euch solche Videos hier gefallen, dann würden wir uns natürlich über jeden Daumen nach oben freuen und schreibt mal in die Kommentare, was ihr für ein Aquarium plant, falls ihr noch keins habt, oder was ihr für Aquarien habt, falls ihr schon welche habt. Außerdem haben wir unten dir in der Videobeschreibung ein Buch verlinkt für die Aquaristik, was wir sehr, sehr empfehlenswert finden. Kannst du dir mal angucken, und wenn du darüber das Buch bestellst, über den Link, dann kriegen wir eine kleine Provision und das dafür für dich mehr kostet. Und nachdem jetzt der ganze Nährboden von den In-Vitro-Pflanzen abgemacht ist, geht es daran, das Aquarium mit diesen einzurichten. Wir richten das Ganze hier trocken ein und besprühen immer die Pflanzen sehr, sehr gut. Also immer nach jedem Schritt wirklich gerade die Moose mit Wasser ordentlich besprühen. Wir verwenden hier Kleber, der ist extra für Aquarien gemacht. Den verlinken wir euch auch mal unten in der Videobeschreibung. Und damit kann man die Pflanzen sehr, sehr gut auf verschiedenste Wurzeln und Steine aufkleben und die halten dann auch echt fest. Bei der Pflanzung haben wir uns so gedacht, dass wir quasi das hochwachsende Moos, was nach oben steigt, quasi ganz unten hin bepflanzen und das, was nach unten fällt, auf die Wurzeln oben drauf, sodass es dann schön nach unten wachsen kann. Ihr werdet es auch in den nachfolgenden Videos sehen. Es ist ja jetzt schon eine Weile lang gewachsen und das sieht wirklich sehr, sehr gut aus. Also bleibt da gerne dran, wir zeigen euch dann, wie es aussieht. Ihr seht hier, wir tun immer vereinzelt verschiedenste Moossorten zusammen ankleben und immer so ein paar Büschle machen. Die verbreitern sich dann im Laufe der Zeit und so wird es dann ein schöner Teppich über die ganzen Steine drüber. Sieht sehr, sehr gut aus und da könnt ihr schon mal gespannt sein, wie das dann quasi im Endeffekt dann alles so wirkt. Auch bei den Wurzeln ist es so, dass wir hier immer an die Spitzen welche geklebt haben, die sich dann über die ganze Wurzel dann quasi erstrecken sollen. Bei der Wurzel ist es wichtig, dass ihr die vorher wässert. Und in unserem Fall war es dann auch so, dass die, als wir das ins Aquarium eingesetzt haben und Wasser reingelassen haben, dass dann die Wurzeln schon aufgetrieben sind. Dann haben wir einfach einen Stein draufgelegt, sodass sie sich erstmal wirklich vollsaugen konnten mit entsprechend Wasser. Und dann ging das auch wirklich gut klar. Das ist vielleicht nochmal vorher als Tipp, quasi die Wurzeln gut wässern und dann vielleicht mit dem Stein beschweren, solange bis sie sich vollgesaugt haben. Man merkt das dann irgendwie nach 2-3 Wochen. Wenn man dann mal den Stein hochhebt, dann treiben die Wurzeln nicht mehr nach oben. Ja, und so sieht jetzt das Aquarium bisher aus mit den ganzen Aufsitzerpflanzen, also den Moosen, den Bucephalandren. Wir haben dann später auch noch Anubias eingebracht, aber jetzt geht es erstmal weiter mit den großen Pflanzen. Und da haben wir hier in dieser Ecke eine relativ große Pflanze mit eingebracht, die dann quasi so ein bisschen das Ganze abschirmen soll und dann auch für Tiere Zuflucht bieten soll als zweite Insel mehr oder weniger. Des Weiteren sind natürlich noch ganz viele andere größer werdende Pflanzen mit eingebracht worden. Diese seht ihr dann aber alle im nächsten Teil, denn da sieht man die dann besser, weil die halt noch größer wachsen und das auch relativ schnell, was halt gerade am Anfang dafür sorgt, dass weniger Algen entstehen, weil die Nährstoffe quasi von diesen großen Pflanzen dann eingenommen werden. Ja, auf dem Boden haben wir dann hier, wie ihr das gerade gesehen habt, noch die verschiedensten Gräser eingebracht und dann ging es auch schon ans Befüllen des Aquariums.
Nach dem Befüllen des Aquariums war es erstmal relativ trüb für 1-2 Tage, das hat sich dann aber mit der Zeit gelegt. Und dadurch, dass wir hier von LED-Aquaristik die LED-Lampen eingebracht haben, sind die Pflanzen extrem schnell gewachsen, weil sie halt wirklich sehr, sehr viel Licht bekommen haben, was gerade für den Anfang sehr gut ist, damit die halt sich gut verwurzeln können. Ihr seht hier noch ein paar Detailaufnahmen. Wie es dann weitergeht mit den Fischen, die wir von Aquaristik CSI bekommen haben, das seht ihr dann alles im nächsten Teil. Das war es auch jetzt schon mit diesem Teil. Wie gesagt, vergesst nicht, uns zu abonnieren, ansonsten sieht man sich im nächsten Teil dann wieder. Bleibt gesund und bis dahin. Ciao.